Es soll jetzt also um Vektorräume gehen. Ich hatte das schon angedeutet, Vektorräume sind algebraische Strukturen, im Prinzip sowas wie Gruppenringe Körper. Man könnte sagen, ein bisschen komplizierter sogar noch, weil sie es mit mehreren Verknüpfungen zu tun haben, die nicht mal alles innere Verknüpfungen sind. Im gewissen Sinne aber auch leichter. Wenn man sich dann später die Theorie anschaut, die dabei rauskommt, sind Vektorräume eigentlich leichter. Auf jeden Fall ist es so, dass man die ständig braucht. Und wir haben uns vorher die Ebene und den Raum angeschaut, weil das die Prototyp-Vektorräume sind. Ja, also bei Ebene und Raum ist es so, dass alles, was da gilt, ein Beispiel dafür ist, wie man einen Vektorraum eigentlich haben will. Und wir können vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was wir in Ebene und Raum gelernt haben. Also wir hatten R Quadrat und R hoch 3. Und da hatten wir zum Beispiel die folgende Eigenschaft. Wir hatten in beiden Fällen so eine Menge hier. Einmal war das die Ebene und einmal war das der Raum. Und die Elemente dieser Ebene, die haben wir jeweils Vektoren genannt. Also da sind irgendwelche Dinge drin, die wir Vektoren nennen. In dem einen Raum waren das die Dinger, die wir übereinander geschrieben haben mit zwei Komponenten. In diesem Raum waren das die Dinger, die wir übereinander geschrieben haben mit drei Komponenten. Ansonsten aber sehr ähnlich. Und dann haben wir gesagt, wir können diese Vektoren addieren. Also wir können zwei Vektoren addieren, kommt wieder ein neuer Vektor raus. Das ist ja das, was wir klassischerweise eine innere Verknüpfung genannt haben. Also wir hatten Addition zweier Vektoren. Steht eigentlich alles im Skript. Das ist eine innere Verknüpfung. Und wir haben da letzte Woche auch schon mal so ein bisschen mit rumgefummelt und haben gesehen, das ist nicht nur eine innere Verknüpfung, sondern das erfüllt alle Eigenschaften, die wir von einer Gruppe gefordert haben. Es gibt ein neutrales Element, nämlich den Nullvektor, das Assoziativgesetz gilt, es ist sogar kommutativ. Also das ergibt, wenn man ein bisschen nachrechnet, eine kommutative Gruppe. Mit anderen Worten, wir haben zwei kommutative Gruppen kennengelernt. Wir haben einmal die kommutative Gruppe R2 plus kennengelernt und einmal die kommutative Gruppe R3 plus kennengelernt. Wobei in diesem Zusammenhang das Plus bedeutet, addiere zwei Vektoren mit zwei Komponenten. Hier bedeutet das Plus, addiere zwei Vektoren mit drei Komponenten. Wenn wir nur das hätten, wäre das auch schon interessant. Dann hätten wir aber erstmal nichts weiter als zwei neue Gruppen kennengelernt. Jetzt kommt aber noch eine neue Sache ins Spiel. Wir haben nämlich diese Idee reingebracht des Skalierens eines Vektors. Also wir haben diese komische Operation reingebracht, die wir skalare Multiplikation genannt haben. Wir multiplizieren einen Vektor mit einer Zahl. Und das bedeutet, dass wir erst nochmal eine zweite Menge ins Spiel bringen müssen. Nämlich die Menge, in diesem Fall R, der Skalare. Vorher hatten wir nur eine Menge von Vektoren, jetzt haben wir auch eine Menge von Skalaren. Und jetzt haben wir gesagt, wir können sowas machen wie zum Beispiel 3 mal 1, 2. Das heißt, wir bilden ein Produkt, wo wir einen Skalar multiplizieren mit einem Vektor. Und da soll dann rauskommen, da hatten wir auch bestimmte Regeln für, wie man das ausrechnet, wieder ein Vektor. Das ist jetzt keine innere Verknüpfung mehr, weil dann nicht gleich mit gleich verbunden wird und es kommt wieder so ein Ding raus, sondern es werden zwei verschiedene Sorten Objekte genommen. Eine Objektsorte Skalare, andere Objektsorte Vektor und es kommt wieder ein Vektor raus. Das hatten wir aber auch in beiden Strukturen. Hier und hier konnten wir das machen. Und jetzt könnte man anfangen, ein bisschen rumzurechnen und man sieht, und teilweise habe ich das sogar schon gemacht und Sie haben es mir einfach geglaubt, man sieht, dass bestimmte Rechenregeln gelten. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch entsinnen, aber wir hatten letzte Woche irgendwann mal so ein kleines Bildchen da, wo ich gesagt habe, da haben wir den Vektor, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, V. Und dann schreiben wir den Vektor nochmal dahinter, V. Und dann schreiben wir den Vektor nochmal dahinter, V. Und dann ist das, was da rauskommt, ja, habe ich gesagt, 3 mal V. Und da haben Sie alle genickt. Aber woher wissen Sie denn, dass das wirklich 3 mal V ist? Weil das, was ich hier hingemalt habe, heißt ja, ich setze an den Vektor V den Vektor V ran und an das Ergebnis setze ich nochmal den Vektor V ran. Das heißt, was ich eigentlich ausgerechnet habe, ist V
plus V plus V. Ich habe ihn aber gesagt, da kommt das raus. Also mit anderen Worten, ich habe ihm gesagt, das beides ist dasselbe. Ja. Kann man das immer machen? Die Antwort ist ja, aber das muss man sich erstmal überlegen, dass es immer gilt. Was ich jetzt hier eigentlich gemacht habe, ist, ich habe so eine Art Distributivgesetz, sowas, was wir früher auch schon hatten. Sie entsinnen sich bei Mal und Plus in Ringen, nur dass es hier ja gar nicht mehr um zwei innere Verknüpfungen geht. Trotzdem habe ich immer noch so eine Art Distributivgesetz. Ja. Das ist das, was im Skript unter V4 steht. Also im Skript stehen vier Rechenregeln, die alle in diesen beiden Beispielräumen gelten, in der Ebene und im Raum. Wir können die ja mal, wir müssen die uns vielleicht nicht alle vier angucken, aber wir können uns mal zwei oder drei von denen anschauen. Die erste Rechenregel ist ganz einfach. Rechenregel 1 sagt, ja, nee, das ist nicht die einfachste ist V2, nicht die erste, sondern die zweite. Das ist die einfachste eigentlich. Da steht, einmal V ist V. Egal, welchen Vektor V ich nehme. Und das ist natürlich auch eine Sache, die total simpel ist. Können Sie ausprobieren, nehmen Sie einmal XY und dann bedeutet das ja nach unseren Rechenregeln einmal X und einmal Y, komponentenweise. Und einmal X ist X und einmal Y ist Y. Also hier steht tatsächlich derselbe Vektor, der hier auch stand. Nur, man muss sich auch hier wieder klar machen, dass hier ja zwischendurch ganz unterschiedliche Operationen ablaufen. Das Mal, was hier steht, multipliziert zwei reelle Zahlen miteinander. Das Mal, was hier steht, ist eine äußere Verknüpfung, die einen Skalar mit einem Vektor multipliziert. Ja. Das ist eins von den Rechengesetzen, die immer gelten. Und dann gelten aber auch noch andere Dinge, die ich jetzt nicht alle nachrechnen will, aber vielleicht sollten Sie das zur Übung mal machen. Sie nehmen irgendeinen Skalar und multiplizieren den mit einem Vektor und dieser Vektor selbst hat sich dadurch ergeben, dass Sie einen anderen Skalar genommen haben und den mit dem Vektor multipliziert haben. Sie könnten aber auch Folgendes gemacht haben, Sie könnten erst die beiden Skalare miteinander multipliziert haben und dann das Ergebnis mit V. Hier wird das nochmal ganz deutlich, vielleicht nehme ich mal unterschiedliche Farben, wenn ich die Multiplikation, die äußere Verknüpfung, die Skalarmultiplikation mit einem roten Punkt beschreibe, dann habe ich hier einen roten Punkt an der Stelle. Da wird ein Skalar mit einem Vektor multipliziert, da kommt wieder ein Vektor raus. Dann habe ich hier nochmal einen roten Punkt. Hier wird auch ein Skalar mit einem Vektor multipliziert. Hier habe ich auch einen roten Punkt. Da wird auch ein Skalar mit einem Vektor multipliziert. Aber hier, an dieser Stelle, habe ich keinen roten Punkt. Hier werden zwei Skalare miteinander multipliziert. Ja? Und die Eigenschaft V1 sagt, und wie gesagt, rechnen Sie es mal nach, Sie werden sehen, das stimmt. Es ist egal, was ich zuerst ausrechne, ob ich erst die beiden Skalare multipliziere und dann erst mit dem Vektor mal nehme oder ob ich nacheinander zweimal mit dem Vektor multipliziere. Es kommt am Ende derselbe Vektor raus. Und entsprechende Regeln sind V3 und V4. Das zum Beispiel hier von letzter Woche, das wäre ein Beispiel für Regel V4. Die können Sie also alle nachrechnen. Und jetzt kommt der eigentliche Abstraktionsschritt, von dem ich gesprochen habe. Man sagt, wenn ich irgendwas anderes habe, was sich auch so benimmt, was also erstens eine Menge von Dingen ist, die ich dann später einfach Vektoren nenne, auf der ich eine innere Verknüpfung habe, die eine kommutative Gruppe bildet, das nenne ich dann später einfach Addition, und auf der ich eine zweite Verknüpfung habe, eine äußere, die diese tollen Rechengesetze V1 bis V4 alle erfüllt, dann nenne ich dieses Ding einen Vektorraum. Ja? Also was wir brauchen für einen Vektorraum sind die folgenden Zutaten. Sie brauchen eine Menge, das sind Ihre Vektoren. Sie brauchen eine innere Verknüpfung, die Vektoren miteinander verknüpft. Da schreibt man meistens Plus für, eine innere Verknüpfung. Und dann brauchen Sie irgendeine äußere Verknüpfung. Und es muss eine kommutative Gruppe sein, die ist beides hier vorne, und zusammen mit dem müssen die Gesetze V1 bis V4 erfüllt sein. Wenn das alles zusammen erfüllt ist, dann nennt man dieses ganze Ding einen Vektorraum. Also man sagt dann, das ist ein Vektorraum. Das ist das neue Wort, was man dafür einführt. Mit anderen Worten, wir haben schon zwei Beispiele für Vektorräume gesehen. Wir haben im letzten Kapitel gesehen, das hier ist ein Vektorraum und das Wort schreibe ich nie wieder, ich schreibe immer VR dafür und das hier ist auch ein Vektorraum.
Und wir werden gleich noch eine ganze Reihe von anderen Beispielen für Vektorräume kennenlernen. Ich will aber vorweg sagen, dass ich hier so ein bisschen lasch war und nicht ganz genau war. Ich hatte nämlich eine Sache noch nicht erwähnt. Vielleicht sehen Sie die ja. Genau. Die äußere Verknüpfung bezieht sich ja immer auf Skalare und Vektoren. Und wenn ich mir dieses Bildchen hier angucke, diese blaue Beschreibung davon, was ein Vektorraum ist, dann tauchen die Skalare hier gar nicht mehr auf. Also hier steht gar nicht mehr, mit was ich eigentlich die Vektoren multiplizieren darf. Wenn Sie das so hinschreiben wie hier, dann nehmen Sie implizit immer an, dass die Skalare reelle Zahlen sind, so wie es das in unserem Beispiel jetzt auch immer war. Man stellt aber fest, das werden wir gleich sehen, dass Sie das gar nicht brauchen. Es reicht, wenn Sie irgendeine Struktur haben, in der Sie so rumrechnen können, wie Sie es gewohnt sind. Und das haben wir ja, das kennen wir, solche Strukturen, die hießen nämlich Körper. Das heißt, was Sie jetzt noch haben, ist als weitere Zutat, das schreibe ich vielleicht mal da drüber, Sie haben irgendeinen Körper, K, irgendeinen Körper, steht alles im Skript, dann ist das hier eine äußere Verknüpfung für Skalare und Vektoren. Ne? Dieses Skalarprodukt verknüpft Skalare, also Elemente aus K, mit Vektoren aus V. Und dann ist das richtige aus offizielle Wort, was man benutzt, nicht Vektorraum, sondern das ist ein K-Vektorraum. Ein Vektorraum, bei dem die Skalare aus K sind. Wenn Sie das nicht extra dazu sagen, dann geht man davon aus, dass Sie die reellen Zahlen meinen. Also hier in diesem Fall würde man entweder sagen, dieses Ding ist ein Vektorraum, oder wenn man es genau sagen will, würde man sagen, das hier ist ein R-Vektorraum, weil die Skalare aus R sind. Okay? Also alle Zutaten zusammen, Sie haben einen Vektorraum, Sie haben eine Addition da drauf, Sie haben eine Skalarmultiplikation und dafür brauchen Sie eine Menge von Skalaren, die selbst eine algebraische Struktur braucht, nämlich einen Körper brauchen Sie da drauf. Wenn Sie auf der Menge der Skalare keinen Körper hätten, kein Plus und kein Mal, dann könnten Sie die Rechengesetze V3 und V4 gar nicht hinschreiben. Entschuldigung, V4 und V1 gar nicht hinschreiben. Okay, und wir werden jetzt relativ viel Zeit damit verbringen, uns Beispiele anzuschauen für